Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bellwright mit Mid-America Vikingson und natürlich mit unserem Ragnar. Ich habe jetzt schon die Felle und die Seile für den Ansgar eingepackt. Jetzt brauchen wir nur noch die zwei Baumstämme. Und wir gucken mal hier, wie sich das mit dem Stroh weiterentwickelt. Ich will jetzt nochmal kurz reingucken, das war hier. Da sind wir aktuell daran und die Cecilia geht auf jeden Fall Stroh machen. Das heißt, wir gehen mit großen Schritten auf die Dorfhalle zu. Gott sei Dank, endlich ist es soweit. Was werden wir heute machen? Wir gehen heute zum Ansgar hoch. Und wir hatten ja noch die Wolfsbaugeschichte, die wir auch noch beim Ferdinand beim Bauern abgeben können. Das heißt, zwei Aufgaben mit einer Klappe. Komm, wir reisen rüber. Komm, wir reisen. Sonst dauert es zu lange. Und es ist ja auch regnerisch. Ne? Das ist ja ein Scheißwetter hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Gut. Also. Dann gehen wir rüber. Die freuen sich bestimmt schon, dass wir das alles hingekriegt haben. Mega, mega cool. Ey, wenn wir Pasto, glaube ich, jetzt dann mal so ein bisschen uns einen Namen gemacht haben, ich glaube, dann kriegen wir auch bessere Bücher. Habe ich so das Gefühl. Und ich würde mir auch gerne einen Siedler aus Pasto holen. Ich habe mir jetzt überlegt, aus Horn, den haben wir genug. Aus Pasto, da laufen genug. Ja, los, Schnittchen rum. Ja, dass man da auch mal so ein kleines Fest machen kann. Was haben wir hier eigentlich? Tot oder lebendig? Ach stimmt, das sind ja auch noch hier so Sachen, ne? Gucken wir uns gleich an. Gehen wir erstmal. Ja. Gehen wir erstmal zum Bauern. Be careful, lad. It's getting cold around here. Scheiße, was habe ich vergessen? Die Baumstämme. Deswegen wollte ich auch laufen. Wo ist denn der Bauer? Ferdinand? Entschuldigung. Did you deal with the wolves? Habt ihr euch um die Wölfe gekümmert? Ja, sie werden das Vieh nicht mehr belästigen. Well, I'll be. You're a tough one, aren't you? Done good, real good. Them wolves had it coming. Ja. Ain't easy with all the troubles these days, but you avenging Bessie, that means a lot, it does. Got a bit of coin here for your troubles. Und nimm eins davon. Bogenschießenbuch, Jagdbuch. Oh. Bogenschießen. I'm not gonna read them anyway. Ich werde sie sowieso nicht lesen. Ich danke dir und viel Glück. Ja, guck mal, eine kleine Falle haben wir bekommen. Die können wir unten aufstellen. Ruhm ist auch da. Spare Coin, Spare Coin. Was anderes könnt ihr gar nicht. Das kriegt ihr alles schon eingedrimpft mit der Muttermilch, Alter. Da sagt die Mama, wenn die so weiter ihre Schläuche da hier in den Bildschirm hält, dann ist es bald soweit, ne? Dann nehmen wir sie mit. Der Quinn. Der Freddy. So, ich hole mal schnell Bäume, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Ich habe die Bäume vergessen. Ach, jetzt kriege ich sie nicht wegen den zwei Fallen, ne? Du kriegst doch die Krise. Pass mal auf, ich lege die Fallen mal hier hin. Dass wir die nachher mitnehmen. So. Und dann holen wir uns schnell die zwei Baumstämme. Mann, Mann, Mann. Ragnar, es tut mir leid. Der Herr Vikingson hat wieder nicht mitgedacht. Müsste doch einer ergeben, ne? So, den haben wir. Nehmen wir den Baum hier noch und dann ist das erledigt. Sehr gut, da unten scheint schon wieder ein Wolf zu stehen oder ist das jetzt ein Wildschwein? Es hat viele Wölfe hier gerade, ne? Oder die kommen halt, wie gesagt, jetzt wirklich wieder. Schauen wir mal. So. Boah, als nächstes freue ich mich echt jetzt auf die Dorfhalle und dann auf den neuen Bogen, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, der dauert und da auch Stroh ist gemacht worden. Sehr gut, Sissi ist dran. Es könnte jetzt auch mal wieder aufhören zu regnen. Es regnet jetzt schon einen ganzen Tag. Ich meine, unser Weizen, der ist sehr dankbar, aber trotzdem... Irgendwann ist doch auch mal gut. Wolfstrophäe ist endlich fertig. Ja, geil. Ja, na, so cool. Ansgar, ich hab was für dich. Ich hab nicht viel Zeit. Wenn ihr wisst, etwas braucht, dann macht's schnell. Bezüglich der Aufgabe, die du uns gegeben hast, du Lopper. Hast du es geschafft, alle Materialien zu sammeln, die ich angefordert habe? Ja, natürlich. Ja, guck mal. Wir sind dran, hey. Wir sind echt dran. Bitte wähle jetzt eine Gegenleistung, die du haben möchtest. Kann ich ein Püppi mitnehmen? Ach.
Gesellenbuch Arbeiter, oh, das ist aber geil. I hope this will inspire the people of Padstow to stand up for themselves in the future. Ich hoffe, dass es die Menschen von Padstow dazu inspirieren wird, in Zukunft für sich selbst einzustehen. Kein Problem, es war mir ein Vergnügen zu helfen. Anything else? Sonst noch etwas? Nö. Ja doch, klar. Kaufst du eigentlich... Ja, guck mal. Ja. Dann haben wir hier auch schon wieder ein bisschen Repo gemacht. Wir gucken mal kurz, lese ich aktuell das Wirtschaftsbuch? Ein Gesellenbuch. Das ist ein rotgedingstes, ne? Geselle, Geselle. Ich glaube, das ist was Besseres. Wie viel bringt denn uns das? 1500 EP, Leute. Was sind dann die guten Bücher? Yo. I like it. So, hier haben wir hier nochmal eine Quest. Guck mal, da läuft eine Püppi rum mit Quest. Elaine. Keep going. Ich habe nicht viel Zeit. Wenn ihr etwas braucht, macht schnell. Ja, bist du mit dem Typen zusammen oder was? Kann ich dir mal was helfen? Bitte, ich brauche Hilfe. Wie kann ich dir denn helfen? Sowohl mein Mann als auch mein... So, sowohl mein Mann als auch der Mann meiner Schwester werden vermisst. Gestern Abend hatten wir einen kleinen Streit. Danach holte er unseren Schwager ab und seitdem haben wir nichts mehr gesehen. Oh je. Ich habe gehört, dass du gut darin bist, Menschen in Krisen zu helfen. Bitte, ich will nur meinen Mann zurück. Wo soll ich denn anfangen, nach ihm zu suchen? Meine Schwester sagte, sie seien nach ein paar Bieren in den Wald gegangen. Ich habe keine Ahnung, warum sie sind nicht wirklich Waldarbeiter oder Jäger. Ja, man kann ja mal in den Wald gehen, oder? Ich werde den Wald untersuchen. Okay, dann nehmen wir gleich die Quests an hier. Finde die vermissten Dorfbewohner. Okay, das muss hier in der Nähe sein. Wow. Oh. Eieiei. No. Nee, ich glaube, das werden wir morgen tun. Ich habe jetzt keinen Bock auf Trouble hier. Ich würde jetzt gerne mal gucken, was Hallchen. Elaine? Nee, den kriege ich nicht. Gabriele kriege ich auch nicht. Sind das, seid ihr alles appreciated? Oh, hier, guck mal. Gibt's auch Normalos bei euch im Dorf? Experten, ja, na klar. Was ist mit dir? Der Pavel. Pavel? Was brauche ich denn, um einen von euch zu rekrutieren? Oh, den könnte ich sogar kriegen. Den könnte ich sogar kriegen. Und der ist eigentlich noch relativ günstig, aber dann wissen wir da Bescheid. 773. Und die Repo haben wir ja, ne? Looking for trouble. Halt doch die Schnauze. Ja, nee, aber guck mal, wie sie hinterher Lunz. Hast du Angst, ich nehme dich nicht mit? Komm mal ran. Lass uns mal reden, Püppi. Das Dorf ist dafür nicht bereit. Okay, da brauchen wir definitiv dann das Haus. Und das Vertrauenslevel in Bellwright. Bellwright. Okay. Okay. Bücherhändler, lass uns mal gucken. Paper, na, na, los, zeig mir mal. Like one wise man said, knowledge is like a weapon that can be used to defend oneself. Okay. The more you have, the more capable you become of defending yourself against anything that may come your way. By the way, I've some books that may interest you. Ist das so, Bücher hast? Er hat alles Gesellenbuch. Boah, die sind aber auch nicht teuer, ne? Leute, passt mal auf. Dann werden wir jetzt ein paar Bücher kaufen. Und zwar... Ich kann auch Bücher verkaufen. Oh, warte mal. Wer kauft nur Gesellenbücher? Jetzt sind wir dran, wo wir hinwollen. Wir brauchen definitiv... Bogen habe ich jetzt bekommen, ne? Und Arbeiter. Erntenforschungsschilde. Ich will Stärke halt gerne haben, nochmal. Erforderliche Fähigkeitsstufe 3. Kann verwendet werden, um deine eigene Fähigkeit oder die deiner Siedler-Inspektionsbeziehung zu erweitern. Okay.
Benötigt Gewandtheit nur Stufe 3. Ich kann das erst lesen, wenn ich diese Gewandtheitsstufe habe, okay. Ich kaufe aber ein Handwerksbuch, Leute. Ich glaube, das ist gar nicht so ungünstig. Ja, wir müssen jetzt halt warten, dass wir jetzt nochmal... Ach komm, überredet. Wir gehen hoch, machen die Quest mit den Typis und gehen oben nochmal Weizen farmen. Wir holen einfach nochmal Weizen. Ich glaube, das ist gar nicht so ungünstig. Wir haben zwar jetzt nicht den Mega-Ausdauer hier, aber dafür reicht es allemal. Ich nehme natürlich die Fallen mit. So, komm. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal rüber hier. Und wir gehen Richtung der Typis. Da hinten haben wir immer Glück gehabt bisher. Da würde ich jetzt nochmal gucken gehen. Wenn wir jetzt einmal hier sind, müssen wir Weizen mitnehmen. Das ist ganz klar. Ich glaube, irgendwann kommen wir dann auch an den Punkt, wo wir dann sagen, okay, und jetzt seid ihr fällig. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Ich finde es aber so gut, dass Kupfer, Fell, Holz, alles gerade super funktioniert. Die haben jetzt gerade auch nicht viel zu tun. Das heißt, die können alle erstmal ihre Aufgaben machen. Ja, die jetzt so wichtig sind. Alter, die sind direkt hier. So, und wir gehen hier nochmal Weizen holen, Leute. Die sind alle gerade nicht da. Guck dir das mal an. Sind die ausgeflogen? Bereiten die gerade hier den Angriff vor, oder was? Guck mal, es ist keiner da. Jetzt kommt einer. Inventar ist voll, fuck. Ja, nee, lass liegen. Jetzt mach keinen Stress jetzt hier. Oh, wow, 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 wow. Ey, das war knapp, glaube ich. Ach, das sind die, ne? Warte mal. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashbourne. Okay, mit ihm muss ich reden. Habt ihr euch zusammengerauft? Million Skies? Was ist los da? Was starrst du so? Das ist unsere Beute. Was ist hier los? Was ist mit diesen Männern passiert? Die Trunkenbolde wurden von Wölfen angegriffen, offensichtlich. Die Frau eines von ihnen hat mich gebeten, sie zu finden. Hast du den Angriff tatsächlich gesehen? Maybe we did. Hardly matters now. Oh, ich glaube, wir kriegen gleich Probleme. Wow, tritt zur Seite, bevor ich meine Geduld verliere. Es sind mir zu viele Leute. Ich bin da jetzt mal ein Schisser. Verstanden, ich sammle ja nur Informationen. Keine böse Absicht. Leichen der vermissten Dorfbewohner. Sie hatten Pech. Warte mal. Sie hatten Pech. Dieser Wald ist voller Wölfe. Wo sind die denn? Ah, da liegen sie. Warte mal, ich mache mir mal kurz eine Fackel. Zack. Jetzt liegt die Fackel hier irgendwo unten. Kann ich das bitte darüber räumen? Hallo. Komm jetzt. Da liegen sie. Oh, die armen Säcke. Leute, komm, lass uns nach Hause gehen. Wir haben viel gutes Material einstecken. Und da wir jetzt hier... Ich möchte jetzt hier nicht drauf gehen. Gut, dann werden wir morgen lauter die traurige Nachricht überbringen müssen. Dass die Trunkenbolde von Wölfen zerrissen worden sind. Naja, was willst du machen, ne?
Das Geräusch, ey. Das ist wie eine... Wie ich denn jetzt hier? Den Weg haben wir uns auch so noch nicht freigeschalten. Ja, du hast Glück. Ganz ruhig stehen wir. Ach, jetzt haust du nicht ab, oder? Bitte es an. Wie sie genau weiß, dass ich ein volles Inventar habe und nicht abhaut. Das ist einfach nur krass. Okay, ja, da werden wir der Elaine jetzt morgen sagen, dass es halt scheiße gelaufen ist, ne? Jetzt geht's aber erstmal für uns ins Bettchen. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist auf jeden Fall schon mal wieder was Strohiges da. Das wäre natürlich was ganz was Feines. So. Geil. Ah, oh, die Wolfsdings müssen wir nachher aufbauen. Da müssen wir jetzt die neuen Pfosten setzen, also Zäune. Dann haben sie wieder ein bisschen was zu tun. So. Rüste mal bitte deine Dings wieder aus. Danke. So, ich bringe mit milde Gaben. Zwar reichlich. 33, guck mal, wie geil. Können wir essen? Können wir essen? Jo. Sehr, sehr gut. Guck mal, läuft. So, wir haben Bücher, die wir wieder einräumen können. Will ich nochmal kurz gucken? Ne, wir haben alles gesehen. Lehrlingsbuch. Hör das an. Huppala, sorry. So, dann machen wir drüben noch die Fallenstart klar. Dann zeichnen wir morgen früh die Zäune an. Oh, verschwinden die jetzt? Nee. Ich dachte jetzt schon, das haben sie jetzt gepatcht, dass die verschwinden. So. Sehr cool. Dann läuft das aktuell auch. Also Fallen haben wir jetzt genug, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wir gucken mal, was mit der Strohgeschichte passiert ist. Vorhin waren noch 19 zu machen. Mal gucken, ob sie da ein bisschen Gas gegeben haben hier. 16. Uns fehlt halt aktuell Stroh, ne? Ja, aber da müssen wir doch aktuell auch dran sein jetzt. Wir gucken mal kurz aufs Weizenfeld. Nee. Dann habe ich jetzt irgendwas verpasst hier, glaube ich. Aber wo ist denn dann das Stroh hin? Wir hatten doch so viel Stroh. Die brauchen wir morgen. Die Wolf. Ja, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen perplex. Da haben wir auch wieder Stroh. Das packen wir jetzt noch rein. Ja, aber hier muss doch noch Stroh sein, oder nicht? Stroh ist weg. Warum ist Stroh weg? Was habt ihr mit dem Stroh? Sind wir ausgeraubt worden? Wir haben jetzt viermal drin. Ey, sag mal. Wo ist denn unser Stroh hin? Oder haben sie das jetzt hier runtergeräumt? Aber dann kapiere ich es nicht, warum das so sein sollte. Nee. Unser Stroh ist weg, Leute. Tatsächlich. Ey, tatsächlich? Guck dir das an. Das Stroh ist wirklich weg. Das ist verrückt, hey. Gut. Wir werden es rausfinden. Irgendwas ist da passiert. Vielleicht ist das auch kaputt gegangen. Das ist ein Spoiltimer. Noch einen Tag bis zum Winter, Leute. Wir kriegen auch, ich glaube, im Winter kriegen wir einen Angriff. Okay, das hat alles funktioniert. Ja, das sehe ich auch so wie du. Okay, pass auf, ich würde den Eingang jetzt hier machen. Ich will aber von hier, von dem Zaun, möchte ich, dem Zaun von dem Ding hier
Denk dran, du musst gucken. Machen wir es so. Platzieren. Warte mal. Platzieren den natürlich dann auch gleich wieder in die Lage. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ist denn der Abstand da jetzt? Nee, das gefällt mir nicht. Ich würde es so machen wollen, bis der hier fertig ist. Das ist groß genug. Das sieht sonst zu wuchtig aus, ne? Und dann können wir jetzt hier... Alter, wie geil. Guck mal. Ah, das ist super, ey. Und hier ist der Eingang zu unserem Dorf. Gefällt mir sehr gut. Gut, sind wir hier. Ich hole mir noch mal schnell was zu futtern. Dann gehen wir zu Elaine rüber. Dann nehme ich mir noch eins mit. So, dann geht's ab zu Elaine. Der Winter kommt, ne? Wir müssten vielleicht noch mal einen Jagdtag einlegen. Wir müssen die Wildschweine halt auch noch mal besuchen. Müssen wir auch noch machen, ey. War jetzt aber erst mal zu Elaine. Und der Püppi sagen, dass das halt ein bisschen schwierig ist mit ihren Trunkenbolden. Oh, die Arme. Aber ja, was willst du machen, ne? Wir sind auf jeden Fall jetzt Mitarbeiter. Wie sieht es denn eigentlich mit Vertrauenslevel aus? Da müssten wir doch auch fast schon dran sein, oder? 300 Vertrauen im Dorf Pasto. Wir haben 260. Ich glaube, danach sind wir dann da, wo wir hinwollen. Bist du das schon? Elaine, Püppi. Ja, was ihren Ehemann betrifft. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über meinen Mann? Ich kam zu spät. Sie wurden von Wölfen getötet. Ich fand nur die Briganten, die versucht haben, ihre Leichen zu plündern. Aber ich habe mich um sie gekümmert. Boah, das ist aber auch gelogen. Ach, der Ehemann meiner Schwester? Ja, es tut mir sehr leid. Alles wegen einem dummen Streit. Ich hätte ihn nicht gehen lassen dürfen. Aber du verdienst deine Belohnung. Wähle, was du willst. 2 Stärke Anfängerbücher und 2 Schilde Anfängerbücher, 2 Beweglichkeit Anfängerbücher und 2 Bogenschießen Anfängerbücher. Oh, Alter. Oh, aktuell Stärke, bitte. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Ich verstehe. Ich werde dich in Ruhe lauern lassen. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Freunde von Pasto! Geile Scheiße! Wie gut ist das denn? We are keeping the peace here in the name of Lord Ashbourne. Sprich mit Emily. Okay, wir müssen zu Emily vor. Also, wir haben jetzt hier Lehrlingsbuch, Lehrlingsbuch Schild. Lehrlingsbuch Schild, Stärke und nochmal, ne? Halt die Klappe. Wir können auf jeden Fall nochmal Stärke jetzt leveln. Da gehe ich gleich voll rein. Jetzt sind wir schon Stärke 2. Mega cool, ey. Okay. Jetzt sollen wir zu Emily. Leute, dann lasst uns das machen. Wir gehen rüber zu Emily. Und dann laufen wir heute nochmal am Kupferweg vorbei. Gucken nochmal, ob da oben irgendwo ein paar Wildschweine auftauchen. Ja. Und gehen nochmal jagen, bevor dann Winter ist. Dann reisen wir jetzt rüber zu Emily. Wieso komme ich überhaupt auf Emily? Zu Emilie. 90%. Die Emily, ne? Emily war richtig. Ich rede manchmal ein bisschen wirres Zeug. Kann das sein? Habt ihr auch schon mitgekriegt, ne? So. Boah, ist so geil, wenn das alles so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert. Es macht halt nur keiner irgendwie Stroh, glaube ich, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wenn alles da mal aufgefüllt ist, dann fängt die Produktionskette an. Das Ding ist, ich würde mir jetzt fast sogar noch wirklich einen Dorfbewohner mitnehmen wollen. Der nur in die Herstellung geht. Den haben wir hier. The Percival. Yeah. Oh, 1151, das ist ja Schwachsinn, ne? Also das heißt, in Herndeen holen wir uns niemanden mehr. Auf keinen Fall.
Das geht gar nicht. Das ist mir zu teuer. Weißt du, 700 und 1300, das ist schon mal eine Ansage, ey. Aber wir müssen dadurch ausgehen, dass wenn wir... Komm ich da durch? Ja. Wenn wir dann mal das, die Dorfhalle haben und so weiter und so fort, dann brauchen wir auch gewisse Leute hier. Remember that fishing lunatic pulled something. Ja. Someone said he was looking for you, but he was being very strange about it. Like he didn't want anyone to know that he was looking for you. Okay. Either way, go see him if you want. It might be important. Wir sollen zu Paul gehen. Das hätte ich mir aber auch mit der Brieftaube sagen können. Weißt du, sind wir extra hierher gerannt. Ich fände es halt geil, wenn wir hier oben jetzt mittlerweile... können wir eigentlich jetzt, das habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Können wir jetzt eigentlich mittlerweile hier was abbauen? Wir sind ja jetzt Beschützer. Das heißt, wir beschützen ja jetzt das Volk vor Flachs und Hanf. Weißt du? Wäre jetzt geil, oder? Gehört zum nahegelegenen Dorf. Ja, ihr seid doch nicht ganz sauber. Aber es gibt noch mehr. Vielleicht muss ich dann auch wirklich der Besitzer sein, Hörndienst, ja? Vielleicht muss ich ja irgendwann mal im Laufe der Story den, Ansgar hieß er, ne? Nee, Ansgar war der andere. Ja, den anderen halt hier wegmacht. Oder vielleicht flüchtet er. Im Endeffekt hängen sie alle mit den Briganten zusammen. So, dann gehen wir nochmal rüber zum Paul. So, und ich vergesse natürlich nicht, dass ich nebenbei auch noch jagen wollte. Ist mir eigentlich auch egal, was hier gerade auf dem Weg ist. Werden halt alle irgendwie stärker. Okay, Stroh wird hergestellt, sehr, sehr gut. War hier nicht noch ein Wolf gerade? Ja, hat super funktioniert. So. So, jetzt würde ich nochmal sagen, wir speichern nochmal schnell. Dann seht ihr immer, wann die Aufnahmen stattfinden. Habt ihr das mitgekriegt? Oh, ich habe gedacht, es wäre ein Ding. Da ist der Horse. Hä? Paul Fishburn. Mal gucken, was der Paul will. Hat er vielleicht wirklich jetzt hier... den Petri Heil hinter sich gebracht? Komm mal her. Ich hab die Waffe weggesteckt. Was ist denn los? Ich habe gehört, du hast nach einem Sigil gefragt. Und seit du so eine große Hilfe für mich bist, I wanted to pay you back with some information. Oh, Paul. But in, can we keep this conversation between us? Aber können wir dieses Gespräch unter uns behalten? Natürlich, das verspreche ich. So a few weeks before you arrived in the lowlands, there was a farmer who lived near me. He was murdered in the middle of the night. The brigands investigated for a day but said there was no evidence, so it was dropped. Oh, wow. I went to visit the family to give them my condolences. And I saw a symbol carved into the tree across from their home. I thought it was unusual, until you came along asking about that sigil. Did the Bauer irgendwelche Feinde? Certainly not in the villages.
Everyone liked him. He was a kind man who sold excellent produce. The only time he spoke negatively about anything was when Lord Ashbooner was the topic. Okay. After his passing, his wife gave me his book collection. There was a lot of information about the rebellion in there, the kind of books that are banned in the lowlands. But okay. Surely Ashbourne isn't having people killed for learning about the rebellion. Aber Ashbourne lässt doch wohl keine Leute töten, weil sie etwas über die Rebellion erfahren. Hat die Familie am Tag des Geschehens etwas bemerkt? No, they said it was business as usual. They woke up and started working. The farmer and his wife were tending to the animals while the children were picking crops. They finished for the day, had dinner and a bath and went to bed. In the morning the farmer's throat was cut. Warum? Sie beendeten den Tag, aßen zu Abend, nahmen ein Bad und gingen ins Bett. Am Morgen wurden den Bauern die Kehle durchgeschnitten. Ist der Baum noch da? The tree was actually cut down by a woodsman not after. Surely that was just a coincidence though. Der Baum wurde tatsächlich kurz darauf von einem Holzfäller gefällt. Das war aber sicherlich nur ein Zufall. Danke für deine Information. Siegelhinweis Padstow, Landwirtschaft. Was ist jetzt passiert? Paul der Fischer sagte, er habe das Siegel auf meinem Baum vor dem Haus eines Bauern gesehen. Eines Tages, nachdem der Bauer ermordet worden war, diese Untersuchung könnte gefährlich werden. Leute, ich glaube, wir haben jetzt gerade die Bücher von dem Bauern mit einem Schlag bekommen. Guck mal. Das ist ja krass geil. Wir können jetzt Stroh herstellen. Ey, uns hat doch wirklich nur das noch gefehlt. Jetzt lass mich mal gucken. Das ist ja cool. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, jetzt wirklich das Stroh herzustellen aus Weizen. Und dann haben wir doch die Möglichkeit... Ich glaube, in der Herstellung sind wir da noch nicht so weit. Aber wir kriegen auf jeden Fall das Stroh hin, was wir brauchen. Oh, wie gut ist das denn, ey? Oh, wie gut ist das denn jetzt? Ich denke mal, wir werden es nicht im Winter sehen, aber ich denke, wir werden es so nach dem Winter sehen. So ein, zwei Tage nach dem Winter. Ich dachte schon, der kann nicht mehr klettern. Ich muss mal hier kurz eine Einstellung nochmal machen. Das habe ich so ein bisschen, guck mal. Auffüllen. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Priorität würde ich hier gerne die 1 jetzt nehmen. Weil das brauchen wir schon viel. So. Ansonsten bleibt es eigentlich gleich. Wie sieht es jetzt mit unserem Weizen hier aus? Was ist eigentlich hier? Aber wir hier keinen Kupfer brauchen. Würde ich dann doch eher sagen, dass wir hier das rausmachen und hier Prio auf 2. Steht auch noch auf 9, habt ihr das gesehen? Wird hier gepflanzt. Guck mal! Es ist so gut, ey. Es ist einfach nur so gut. Wie das alles jetzt hier läuft. So, habe ich hier was ich reinpacken kann? Aktuell nein. Ich esse gleich noch ein Stück Fleisch. Dann werden wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen um Stroh kümmern. Die gehen hier mit rein erstmal. So, ich habe euch was zu essen mitgebracht, meine Freunde. Guck mal, unser Lager war nie so gefüllt. Wir sind wirklich auf einem guten Weg. So, zack, zack, dann habe ich die Bücher. Ich werde die Bücher jetzt auch erstmal bei mir anwenden, weil meine Dörfler, die leveln ja währenddessen sie arbeiten, ne? Lese das Buch, das läuft gerade. Wie sieht es denn mit dem Stroh jetzt aus? Ich kann auch keinen Stroh machen, ne? Ich könnte Stroh herstellen. Quatsch jetzt. Bin ich jetzt so weit? Ja, wir haben auch keinen Stroh hier. Wo packt ihr das Stroh aktuell gerade hin? Hier. Okay, pass auf. Nehmen wir mal den Weizen. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich auch selbst jetzt wirklich schon hier was herstellen kann. Das wäre einfach nur krass geil.
Tatsächlich, ich kann Stroh herstellen. Und das geht sauschnell. Ich nehme immer drei, ne? Nee. Leute, wir können Stroh herstellen. Dann geht das jetzt richtig flachs, du. Okay, warte mal, ich habe die 5, die ich haben wollte. Ich pack das jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal. Es hat endlich aufgehört zu regnen, Alter, wie gut ist das denn? Dann gucken wir jetzt mal, wie schnell wir Stroh herstellen können hier. Es ist okay, ne? Weil ich bin aber überlegen, ob ich jetzt einen Tag nehme und wirklich anfange, hier die restlichen Strohdinger herzustellen. Es ist halt schade, dass es nur eins ist, ne? Ist halt echt schade, dass es nur dieses eine ist, was wir dann immer herstellen. Aber ja, ne? Pack mal hier schon mal wieder was rein. Ich weiß halt auch echt nicht, wo der Hammer hingekommen ist. Es ist nicht mehr viel, es sind noch 15 Stroh. Komm, dann ernten wir jetzt noch ein bisschen. Bevor der Winter kommt. Zwölf Weizen. Was für eine fette, geile Produktion ist das denn? Ja, das muss ich jetzt noch machen, bevor wir ins Bett gehen. Weil morgen ist Winter. Okay. Dann packen wir das jetzt alles hier gleich rein. Ja. So, zack. Alter, wie gut ist das denn bitte? Das ist einfach nur oberkrass. So, wir brauchen dann immer 25, warte mal, 25 von den Körnern, ne? Getreide möchte ich immer aufgefüllt haben, 25. Zielmenge ist erreicht, also wir haben, ja, noch nicht ganz die 25. Es ist einfach nur so unfassbar geil. Leute, ich mache das jetzt noch fertig. Ja. Und ich denke, morgen kriegen wir dann wirklich den Angriff. Dass das heute noch auftaucht, dass der morgen kommt. Ich denke, wir werden uns dann morgen auch nochmal so ein bisschen um unsere nahegelegenen Banditen kümmern, die wir noch haben. Wir haben nochmal zwei Level 1er, dass wir dann da durch sind. Sehr cool. Es ist wirklich so gut. Hier geht's dran. Guck dir das an. Es ist einfach nur geil. Guck dir das an, du. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis morgen.